So, heute mal zum allerersten Mal mit dem Foil unterwegs. Wollte ich schon Ewigkeiten machen. Heute haben wir mal ideale Bedingungen. Es ist Flachwasser, 11 bis 12 Knoten und einige Foilen auch gerade. Das geht also, es sollte eigentlich ideale Bedingung sein, heute mal Foilen zu lernen. Das ist einmal der Foil. Eigentlich sieht das ganze Ding aus wie ein Düsenjet. Die Mechanik ist ganz einfach erklärt, genauso wie ein Flugzeug. Erzeugen diese beiden Ruder Auftrieb unter Wasser und dadurch hebt sich das ganze Brett aus dem Wasser raus und wir können bei weniger Wind surfen. Entscheidend ist, dass man nicht zu weit mit dem Board aus dem Wasser kommt. Die Wasseroberfläche sollte möglichst hier in der Mitte sein, denn sonst gibt es einen Strömungsabriss und man kippt wieder ins Wasser rein und kann sich ganz schön dabei verletzen. Ein weiterer Tipp, den sie mir gegeben haben, ist es, das hintere Bein durchzustrecken, also nicht klassisch wie bei normalen Windsurfen, so ein bisschen leicht in die hintere Hocke zu gehen, sondern eher aufrecht zu stehen. Der Gabelbaum soll etwas höher eingestellt werden, die Hände sind etwas näher am Mast und allgemein sollte man den Gabelbaum nicht loslassen, selbst wenn man hinfällt. Weil es immer sicherer ist, aufs Segel zu fallen oder rückwärts zu fallen, als das Material loszulassen und zu riskieren, dass das Foil aus dem Wasser kommt. Außerdem haben sie mir empfohlen, keinen Wasserstart durchzuführen, der ist zu schwierig für den Anfang. Und die Verletzungsgefahr besteht hier vor allem durch den Foil. Der ist relativ scharfkantig, ziemlich groß unter Wasser und man kann sich schnell die Beine damit kaputt machen. Ich habe mich ein wenig am Bein verletzt. Das heißt, ich mache vor allem Schotstart. Gut, ich hoffe also, ich werde mal ein, zwei Meter damit gut fahren können und bin gespannt, wie es läuft. Passiert ist, da kommt eine Böe und intuitiv falle ich ab. Und wenn ich abfalle, kommt da gut Druck rein und dann hebe ich ab. Und das Foil bewegt sich nach oben an die Oberfläche, fährt dann wieder runter. Man kippt also so ein bisschen in den Wind rein, beschleunigt dadurch aber nochmal und fährt wieder in die Oberfläche und dann stürzt man. Also man muss echt vorsichtig sein beim Angleiten. So mit Abfallen ist es nicht so geil. So ist eher schon die ganze Zeit so ein bisschen stoisch in eine Richtung fahren. Oh.
Nein, nein, nein. Zurück im Hotelzimmer. Ich habe schon ein bisschen was getrunken, muss ich sagen. Und das Hydrofoiling hat leider nicht so gut funktioniert, wie ich geplant habe. Ich habe mich ein wenig am Bein verletzt. Was passiert ist, ist, dass ich im Wasser lag und das Brett und das Segel neu ausrichten musste, um einen Schotstart durchzuführen. Und dabei beim Paddeln mit dem Bein gegen den Foil gekommen bin. Und der Foil ist doch schon ziemlich scharfkantig. Trotzdem finde ich, hat es sich gelohnt, weil Foilen habe ich vorher nie ausprobiert. Es war sehr spannend, es fühlt sich sehr anders an als das klassische Surfen. Vor allem wenn eine Böe kommt, habe ich das Gefühl, dass man nicht zu stark abfallen sollte, sondern sich eher im Halbwindkurs halten sollte, dass man aufrecht stehen bleiben sollte und dann so ein bisschen spielen kann mit der Position des Boards, dass man nicht zu sehr nach oben fährt und nicht zu sehr abstürzt. Dass ich oft aus dem Trapez rausgeflogen bin, gar nicht, weil ich gestürzt bin oder so, sondern weil einfach der Druck aus dem Segel weg war. Und ich stand einfach aufrecht und das Segel stand neben mir und ich bin vorausgefahren. Definitiv in der Zukunft möchte ich noch weiter Hydrofoilen, denn vor allem bei so wenig Wind, wie zum Beispiel 11, 12, 13 Knoten, funktioniert es eindeutig besser als mit einem großen Board versuchen, ins Gleiten zu kommen. Trotzdem würde ich empfehlen, einen Longsleeve-Neoprenanzug zu nehmen und Neoprenschuhe, damit so etwas nicht passiert.